12 Minuten. Alles noch schaffbar. Hertha BSC Berlin gegen Mainz 05. Wir begrüßen auch im Abend Dominik Kapetschny, 20 Jahre jung vom FC Preußen Espelkamp. Erster Einsatz für ihn in diesem Turnier. Und es treffen zwei 6-Punkte-Mannschaften aufeinander. Hertha BSC hat Gladbach mit 2:1 besiegt. Hannover 96 mit 4:2. Und Mainz besiegte Werder 3:1 und Schalke 4:2. Also beide mit 6 Punkten. Beide mit 3 Gegentoren. Hertha hat bisher 6 Tore erzielt. Mainz 05, 7 Treffer. Verspricht alles, richtig gute Partie zu werden. Klasse Abschluss, Abpraller genommen. Und das gehörte dann zu seinen leichteren Jobs, den Ball im Tor unterzubringen. Tim Schliemann, Kapitän der Herthana. Da sehen wir es. Wobei, so ein Ball wurde auch schon mal geschossen, also wollen wir den Torschützen mal nicht kleiner machen, als er ist. So, gibt es halt die Antwort der Mainzer. Die gibt es fast. Auch das ein Abpraller vom Tor. Und am Tor der Berliner wieder Jasper Köhn, der richtig einstecken musste. Eben im Spiel gegen Schalke. Ja, nett gelöst, aber den Ball dann doch verloren. So, das war klasse rübergelegt. Den darf er machen, den macht er. Sich sein erster Treffer heute. Danny Schmidt, der ist schon in Erscheinung getreten. Hinten im Bild. Und jetzt ganz cool und überlegt. Platziert, abgeschlossen. Einer der auffälligen Spieler hier bei Mainz 05. Im ersten Spiel definitiv auch Moritz Reuter, die Nummer 7 bei Mainz. Sind ja hier alle noch zusammen in der Kennenlernphase, was dieses Turnier angeht. So ab morgen, so ab Viertelfinale, kristallisieren sich dann auch die Topspieler dieses Turniers dann eindeutig heraus. Da nochmal eine schöne Einzelleistung, klasse rumgedreht, aber kriegt es dann nicht Richtung Tor gebracht. Starker Ballgewinn, da sind die Mainzer gut. In diesem 1 gegen 1 defensiv. Immer wieder gute Ballgewinne. Ist ja auch in ihrer Regionalliga Tabellenführer, ich habe es vorhin schon mal gesagt. Mit einer Statistik allen anderen mal ganz, ganz weit voraus. 82 Treffer in 16 Spielen. 43 Punkte gesammelt, 14 Siege, ein Unentschieden, eine Niederlage und wie gesagt 82 Tore in der Liga in 16 Spielen erzielt. Wahnsinnsquote. Hier nochmal die Chance und die Wahnsinnsparade hier von Leon Hoffmann im Tor der Mainzer.
Berliner ja die Hauptstadt, der Rekordsieger bei diesem Federal Cup. 7-mal im Finale gestanden, das ist schon eine Wahnsinnsquote. 4-mal das Finale dann auch gewonnen. Zuletzt 2012 gewonnen. Letzter Finaleinzug war 2015. Jetzt die Riesenchance. Uff, und auch den Nachschuss. Weit übers Tor gesetzt. Finn Müller mit dem Nachschuss und Armand Kenai mit dem ersten Versuch. Ja, an den 4 Titeln haben die Yatana auch schon einige wirklich bekannte Spieler auf die Platte gebracht. In der Vergangenheit Kevin Prince Boateng 2002, Patrick Eber 2003, Manuel Schmiedebach 2004, Nico Schulz 2009. Aber eben auch, und das ist so einer der ganz, ganz wenigen Vereine aus der jüngsten Vergangenheit, Palko Dardai 2015, Maurice Kovic 2014, Julius Kade 2015. Also auch wirklich eine hohe Durchlässigkeit in der jüngeren Vergangenheit. Und das unterscheidet Hertha wirklich von so gut wie allen Teilnehmern hier im Teilnehmerfeld. Ist ja Teil der Strategie von Michael Preetz und Paul Dardai. Viele, viele eigene Leute im Nachwuchs zu setzen. Jetzt der Ballverlust im Aufbau der Berliner und dann der ganz platzierte Abschluss zur Führung. Torschütze Lasse Wilhelm. Hier sehen wir es nochmal. Hat sich ein Herz gefasst, den Lauf genommen und dann ins lange Eck. 2:1 für Mainz. Unten am Bild dran sehen wir schon, die Mühlis machen sich warm. Sie gleich. Der nächste Höhepunkt des Tages gegen den VfB Stuttgart. Sicherlich nochmal richtiger Brocken für die Mühlis, aber sie haben den ersten Sieg, sie haben das Selbstvertrauen und viel kann passieren. Im Spiel. Oh, dann der Fehlpass von Danny Schmidt. Aber Mainz holt sich den Ball wieder. Richtig den Eindruck, dass
Hertha mit aller Macht hier noch den Ausgleich drängt. Den hat man noch nicht. Vielleicht ändert sich das jetzt in der letzten Spielminute. Aber es fehlt der letzte Biss, die letzte Konsequenz bei den Hauptstädtern. Diese 50-50-Duelle. Ja, Hand war auf dem Ball. Völlig korrekt, das abzupfeifen von Schiedsrichter Kapetschny. Diese 50-50-Zweikämpfe gehen zum großen Teil an Mainz, die gar nicht mehr so viel machen müssen. Aber bei dem Spielstand ist natürlich noch der Lucky Punch möglich, der ihm jetzt vor die Füße fliegt. Aber nächste Aktion, das war nochmal knapp. Der Ball jetzt erstmal weit weggeklärt. 10 Sekunden noch auf der Uhr. Genug Zeit, um zu einem richtig guten Abschluss zu kommen. Mainz muss jetzt hellwach bleiben. Ball wieder geblockt. 6 Sekunden. Immer noch genug Zeit. So, Torwartabschluss. Kommt nicht, zu spät. Mit 2:1 gewinnt Mainz 05. Eine überschaubare Partie gegen Hertha BSC Berlin. Wir sind gleich wieder da mit den Mühlis. Ich habe seit Neuestem einen wunderbaren Feuerteufel. Kann man kontaktlos zahlen? Hast du so eine Karte dabei? Ja. Jawohl, also, bei mir eine 2,50. Piep! Bitte schön, das hat man mit Piep aber gleich. Was? Die Piep? Es ist die Piep, jawohl, vorher haben wir gearbeitet. Bumm, nicht zu glauben. Macht doch jemand kontaktlos zahlen bei mir? Gute Wahnsinn. Total. Zahlmagie, wie ein Umstand. Die Atmosphäre.